Begrüßen Sie aus dem Holstein-Stadion. Willkommen aus Kiel zu einem frühlingshaften Samstag an der Förde. Kiel gegen Darmstadt. Zwei Mannschaften mit völlig verschiedenen Zielen. Kiel, der Aufsteiger, kämpft darum, durchzumarschieren in die Bundesliga. Da kommt Darmstadt her und kämpft dagegen, abzusteigen und durchgereicht zu werden in Liga 3. Also völlig verschiedene Ausgangspositionen. Die Lilien haben es am letzten Montag gezeigt, dass sie auch den Spitzenreiter Düsseldorf besiegen können. Das wollen sie heute in Kiel ebenfalls zeigen. Und auf der anderen Seite will Kiel die nächsten Punkte sammeln und vielleicht an diesem Wochenende vorbeiziehen am 1. FC Nürnberg. Wir haben den Kapitän, der Darmstädter, gesehen, schauen aber zunächst auf die Kieler Startelf mit Kronem im Tor. Links in der Verteidigung ist Lenz für den gesperrten Vandenberg, holte gegen Bielefeld die 5. gelbe Karte. Peitzke, Zombie, Drexler, vorne Dux, linke Seite Weiland, rechte Seite Kingsley, Schindler. Der Blick auf Darmstadt. Es fehlt Holland, der gelb-rot gesehen hat. Dafür spielt Großkreuz links in der Verteidigung. Emanuel Höhn auf der rechten Seite spielt auf der Großkreuz-Position. Und vorne bleibt mit Beuth alles beim Alten vor G. Das ist die Offensive der Darmstädter. Heißt also Jones, der schon in der Verteidigung erwartet wurde, dann doch im Mittelfeld, weil Höhn hineinrotiert in die Mannschaft. Und es ist doch zu spüren, dass Kiel träumt davon, Bundesliga zu spielen. Es ist so oder so eine Riesenspielzeit, aber irgendwie will man es jetzt doch noch perfekt machen. René Rode ist der Unparteiische und dann geht's los. Darmstadt in Orange, Kiel in Blau, Weiß-Rot. Dominik Drexler zusammen mit Dux und Schindler gesetzt bei den Kielern. Linke Seite hat doch Weiland den Platz zunächst mal bekommen. Neuzugang aus Bochum. Gleich mal Drexler. Gleich mal stark vorbei. Klares Zeichen. Alter Sulu. Schwindelig gespielt von Dominik Drexler. Hätte genau gepasst. Ganz wichtig von Heuer Fernandes. Ranzugehen. Erste Ecke für Holstein Kiel und die tritt Tom Weiland. G gegen Hermann. Gewinnt der Kieler. Weiland, schöne Flanke Schindler. Und Peitz, Ball noch nicht im Aus. Jetzt rausgeschlagen von Sulu. Hermann geht stark los für Kiel. Gut gemacht von Höhn, auch wenn da kein Kieler mehr stand, aber doch sicher verteidigt, nicht zu behaupten hiervon. Stark abgefälscht dabei von Altas Sulu. Das waren erste 7 Minuten, die klar zeigen, wie diese Spielzeit aussieht. Es ist kein Handspiel, es ist der Rücken des Darmstädter Kapitäns. Drexler war es mit dem Abschluss. Die Kiel beginnt dominant. Letztes Jahr 2 Ligen tiefer als Darmstadt. Und jetzt fast eine besser. Eckstoß Weiland. Auch der kommt stark. Kingsley Schindler. War aber nicht zuletzt dran. Keine 10 Minuten gespielt. 4. Ecke schon für Holstein Kiel. Zum 3. Mal Weiland. Heuer Fernandes. Jones. Schön gesehen
für Kempe. Kammer Walker. Und Schindler hat freie Bahn gegen Großkreuz. Ist nicht seine Stammseite, die linke. Hat er dafür gut gelöst. Gibt aber trotzdem Eckstoß für Kiel. Großkreuz wird sich finden müssen auf dieser Position. Eigentlich immer rechts gespielt. In Stuttgart und bei Darmstadt. Aber links fehlt eben Fabian Holland. Und Jones sollte dann doch vorne bleiben. Winterneuzugang aus Seattle. Wieder Weiland. Und der ist ihm völlig abgerutscht. Einwurf für Terence Boyd. Nochmal in der Startelf. Platte sitzt auf der Bank. Hat es geschafft für dieses Spiel, Marvin Platte. Höhn. Großkreuz. Terence Boyd. Peitz, klasse vorbei. Peitz sieht Kin Zombie. Starke Macht von Kin Zombie. Schöne Flanke. 1-0 für Kiel. Durch Duxch. Kinzombie setzt sich ganz stark durch gegen zwei Darmstädter. Duck steht frei, Fernandes ist noch dran, aber kann den Ball nicht mehr entscheidend abwehren. War vielleicht sogar schon vorher drin. Zulo unter anderem zu weit weg von Duck, der so frei einfach nicht stehen darf. Marvin Duck mit dem nächsten Tor. Und jetzt wäre Kielstand jetzt vorbei an Nürnberg. Es gab in den letzten Wochen viele Gelegenheiten, die verpasst wurden am letzten Wochenende. Diese Punkte aufzuholen auf Nürnberg. Jetzt wären sie mit dem Ergebnis zunächst mal vorbei. Kempe. Und Darmstadt muss jetzt noch mehr nach vorne machen. Kronheim, der sicherlich am letzten Wochenende beim Distanzschuss von Behrendt nicht gut aussah. Peitz. Letzte Heimniederlage der Kieler, das sei vielleicht nochmal dazu gesagt, ist fast eine Ewigkeit her. Das war der 7. Spieltag gegen St. Pauli. Seitdem zu Hause nicht verloren. Die letzten 4 Spiele ebenfalls. Es gab diese lange Serie ohne Sieg. Weswegen Kiel in der Rückrundentabelle eben auch wirklich auf einem Abstiegsplatz steht. So kurios das klingt, aber sie hatten eben in der Hinrunde doch einen klaren Vorsprung auf die Verfolger. Und so wäre Kiel immer noch in der Relegation. Kommt drauf an, was Nürnberg parallel macht. Könnte sogar an diesem Spieltag Platz 2 zurückerobert werden. Kiel war ja Herbstmeister und belegte
um die Winterpause rum den ersten Tabellenplatz. Kempe. Tichos, schnörkellos und gut gelöst. Fehlpass von Brégerie. Kamawaka. Jones hat Leben reingebracht nach seinem Wechsel. Stark gemacht wieder von Jones. Das ist so schön gemacht von Drexler. Sofort den Fehler erzwungen. Peitz. Auch wenn das jetzt eben zu lang gedauert hat. Aber Darmstadt darf keine Fehler machen. Dann ist Kiel sofort da. Das haben sie auch am letzten Wochenende gegen Bielefeld gezeigt. Aus einem Eckstoß der Arminia das Tor gemacht. Kien Zombie und Dux. So, stark. Jetzt könnte man mal etwas den Raum ausnutzen. Genauso muss es gespielt werden. Terence Boyd macht den Haken. Boyd ist durch. Die Chance für Boyd und das muss Elfmeter geben. Jawohl, habe ich genauso gesehen. Dominik Peitz, der... Okay, in der Zeitlupe nicht zu sehen, aber für mich war es einfach reingelaufen, einfach in die... Ferse reingelaufen und damit keine andere Wahl für René Rode. Das ist jetzt die Chance für Darmstadt hier in Kiel, den ersten Schritt zu machen. Sulu Tridan, der Kapitän gegen Kronholm. Alter Sulu! Ganz cool verwandelt. Darmstadt ist wieder dran durch Alter Sulu. Kronholm in der falschen Ecke. Darmstadt kann zumindest wieder hoffen, dass es auch zum Punkt gegen Kiel reicht. Und das ist einfach cool verwandelt. Das ist nicht mal perfekt geschossen, nicht mal unhaltbar für Kronholm. Aber ja, lang gewartet der Torwart, dann in die falsche Ecke gesprungen. Weg war frei für Darmstadts Kapitän Aytac Sulu. Hat den Weg komplett mitgemacht aus Liga 3 in Liga 1 und wieder... zurück in die zweite Bundesliga. Ein weiterer Abstieg droht, aber sie haben zumindest einen kleinen Schritt weg davon gemacht. Es ist ja zunächst mal nur eine Mannschaft, die Darmstadt hinter sich lassen muss. Eine weitere, zusammen mit Kaiserslautern. Dann hätte man zumindest die Chance... über die Relegation drin zu bleiben, die Darmstadt ja damals gegen Bielefeld gewann und damit überhaupt erst das Wunder einleitete. Das war schon magisch, aber das, was folgte, sicherlich noch außergewöhnlicher und noch stärker.
Großkreuz. Kempe Darmstadt ist zumindest ein bisschen aufgewacht, was das Spiel nach vorne angeht. Höhn bleibt hängen und das müsste es jetzt gewesen sein. Halbzeit an der Förde, Kiel gegen Darmstadt. Die Kieler Störche über weite Phasen des ersten Durchganges besser. Allein in der Anfangsphase mit sehr viel Eckstößen lagen vorne durch Marvin Duksch. Dann kam Terence Beuth, wurde gefoult von Dominik Peitz, hätte es da schon selber machen können gegen Kronholm. Sulo verwandelte dann per Elfmeter zum Ausgleich für Darmstadt. Gleich geht's weiter. Spannendes Spiel. Aufstiegskampf trifft Abstiegskampf. Wir melden uns dann aus dem Holsteinstadion bei der zweiten Halbzeit. Kiel gegen Darmstadt. Bis gleich.